Mit den Mercedes-Benz Experimentiersicherheitsfahrzeugen dokumentieren wir den jeweils letzten Stand unserer experimentellen Sicherheitsarbeit. Umfangreiche Forschungen, Versuche und nahezu zahllose Tests, großer Aufwand an Arbeitskraft, Energie und Geld, das sind die unabdingbaren Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Automobilsicherheit. Dabei stoßen wir immer wieder an technologische, physikalische und auch finanzielle Grenzen, die wir versuchen, in zäher Arbeit Schritt für Schritt weiter hinauszuschieben. Manches, aber nicht alles, was in unseren Experimentiersicherheitsfahrzeugen enthalten ist, lässt sich heute schon zu vertretbaren Bedingungen im Automobilserienbau realisieren. Das Experimentiersicherheitsfahrzeug, kurz ESF, muss zum Beispiel aus einer Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde auf rissiger und glatter Fahrbahn einen vorgeschriebenen Verzögerungswert erreichen, ohne dass ein Rad blockiert. Messgeräte zur Prüfung des Eigenlenkverhaltens. Der Wagen darf bei dieser Kreisfahrt von 80 Meter Durchmesser nicht plötzlich zum Unter- bzw. Übersteuern neigen. Messgeräte liefern Daten und Fakten für konstruktive Verbesserungen. Bei einem plötzlichen Loslassen des Lenkrads darf das Fahrzeug nicht zu starkem Überschwingen neigen und muss sich selbst innerhalb von 2 Sekunden stabilisieren. Auch bei Änderung des Reifendrucks muss das Fahrzeug ein gutes Kurvenverhalten aufweisen. Die Querbeschleunigung ist das Maß dafür, welche Kurvengeschwindigkeiten erreicht werden können. Windgeschwindigkeit 80 km pro Stunde. Die Kursabweichung wird nach 2 Sekunden gemessen. Sie liegt weit günstiger als die geforderten Werte. Plötzlicher Lenkradeinschlag bei einer Fahrgeschwindigkeit von 80 km pro Stunde. Die Kippsicherheit des Fahrzeugs wird in einer zweiten Fahrsituation geprüft. Durchfahren der Slalomstrecke mit weit mehr als 80 km pro Stunde ohne die geringste Kipp. Aufgrund von Wahrnehmungstests sind weiß, helles Gelb und helles Orange die ausgesprochenen Sicherheitsfarben. Im Dauerfahrtest werden die Fahrzeuge extrem verschmutzt. Um auch während der Fahrt die Verschmutzung der Scheinwerfer schnell und zuverlässig zu beseitigen, werden jetzt Wischwascheinrichtungen angeboten. Die parallel zum Luftstrom angeordneten Wischer verhindern das unerwünschte Abheben und verbessern die Wirksamkeit der Scheibenwischer erheblich. Durch die besondere Formgebung der Windschutzsäulen wird die Verschmutzung der Seitenscheiben verhindert. Der Heckscheibenwischer hält die Sicht nach hinten frei. Die Heckleuchte mit rippenförmiger Streuscheibe ist auch nach einer Fahrstrecke von 130 km auf verschmutzter Fahrbahn eindeutig besser zu sehen. Die vertieften Rippenflächen bleiben schmutzfrei. In physiologischen Tests werden verschiedene Anzeigesysteme untersucht.
Unter den 10 getesteten Anzeigesystemen ergaben kreisausschnittförmige und runde Instrumente die kürzesten Ablesezeiten. Zusammenstoß mit 15 Kilometer pro Stunde. Der Stoßfänger geht in seine Ausgangslage zurück. Er regeneriert sich. Die Aufprallgeschwindigkeit beträgt 80 Kilometer pro Stunde. 80 Kilometer pro Stunde bedeuten bereits die 2,5-fache Aufprallenergie im Vergleich zum Versuch mit 50 Kilometer pro Stunde. Die Haltesysteme für die Insassen bestehen aus einer Kombination von Gurt und Luftsack. Der Motor wird beim Aufprall nach unten abgeleitet und dringt nicht in die Fahrgastzelle. Mit 80 Kilometer pro Stunde gegen einen Pfahl. Die Vorbaustruktur weist dem eindringenden Pfahl den günstigsten Weg. Laut Unfallstatistik sind seitliche Kollisionen besonders folgenschwer. Trotz der erheblichen Aufprallenergie ist die Fahrgastzelle nahezu vollständig erhalten. Die Türen lassen sich ohne Schwierigkeiten öffnen. Das Dach hat den außerordentlichen Belastungen standgehalten. Zugtürschlösser verhindern das unbeabsichtigte Aufgehen der Türen bei Aufprallunfällen. Ein Gegengewicht wirkt der Massenkraft des Zugriffs entgegen und verhindert das Aufspringen oder Verklemmen der Tür. Sicherheitskopfstützen verhindern ein übermäßiges Abknicken der Halswirbel und daraus resultierende Verletzungen. Zum Schutz der Fondinsassen wurde ein anderes System erprobt. Der sich selbsttätig anlegende Sicherheitsgurt könnte eines Tages geeignet sein, die Debatten um das Fahren mit oder ohne Gurt zu beenden. Verschiedene Versuche testen die Belastbarkeit von Gurt und Mensch. Luftsackversuche zur Ermittlung seiner Vor- und Nachteile. Die Mercedes-Benz Sicherheitslenkung in der Erprobung. Konstruktionsmerkmale: große Polsterplatte und Pralltopf. Teleskopartig ineinander schiebbares Lenkgestänge. Hinter der Vorderachse liegendes Lenkgetriebe. Die im ESF-Wagen verwirklichte Konzeption der Armaturenanlage bewirkt durch ihre unabhängig voneinander deformierbaren Knie- und Brustaufprallbereiche die notwendige aufrechte Sitzhaltung während der ganzen Stoßphase. Alle diese Versuche machen die Möglichkeiten der Automobilsicherheit, aber auch ihre Grenzen deutlich. Deshalb sollten nicht nur an das Fahrzeug immer neue Forderungen gestellt werden. Vom Menschen und von der Straße
müssen entsprechende Beiträge erwartet werden, um das gemeinsame Ziel zu erreichen: mehr Sicherheit.